Ja, Korundumbarum und Käse. Von der Mitte halte ich mich erstmal noch einen Moment fern. Nee, da ist nichts. Okay. Eine Rieglinghütte. Speergold. Und ein Trankmischerbeutel. Wie, das hatte ich noch nicht. Oh, sogar ein Amethyst hat der. Und ein Amulett von Julianus. Was haben wir hier? Eine Honigwabe. Haben allerlei Sachen eigentlich immer dabei, die Rieglinge. Auch in ihre Behausung. Würde schon sagen, hier war doch noch einer. Der hat sich gar nicht beirren lassen von mir. Ich plündere hier seine Leute aus und seine Wohnung. Das stört ihn nicht. So, noch ein Expertenschloss von so einem ostkaiserlichen Schatulle. Ah, fast. Geschafft. Ein Schlossknacken hoch. So, ein Amethyst, etwas Gold, einen makellosen Amethyst und einen makellosen Granatstein, einen höchsten Zaubertrank, einen Silberring und einen Kaiseranhänger. Das hat sich doch gelohnt. Lauch. Knoblauch. Ah, okay, hier haben wir wieder so eine Dinger. Ein Fisch auf der linken Seite, okay. Das muss ich mir bestimmt wieder merken. Hier hinten sind die Säulen. Und ich höre ein Drachenwort. Stimmt, hinter der nächsten Tür. Ja, da ist es doch. Sind das vier Dinge oder muss ich nur eins finden, was dann viermal da ist? Das ist bestimmt nur der Aktivierungsschalter, oder? Ja. Aber war doch nicht richtig. So, da haben wir noch einen Adler. Jetzt muss ich mal gucken. Ob hier irgendwo noch was zu sehen ist. Bei denen steht's dran, oder was? Fisch und Schlange? Das wäre zu einfach. Puh, scheint so. Na dann. Schlange. Du bist Fisch, okay. Bei ihm steht's nicht dran, dann ist er Fisch und er ist Adler. Geschafft. Oh nein, meine Sinne schwinden. Wort der Macht gelernt. Entfesseln Zyklonen. Ein Zwergenhelm, der einen unter Wasser schwimmen lässt, hätte ich beinahe gesagt, atmen lässt. Und eine Kiste noch. Halt, das wollte ich gar nicht. Wort der Macht.
Zyklonstufe 2. Vier Drachenseen verbraucht für 45, okay. Schön, dass ich auf der Rückseite immer so Schalter finde zum Öffnen. So, na dann hier den Tunnelgang mal lang. Ah, und da haben wir auch unser Buch wahrscheinlich. Genau. Ich traue mich nicht. Sprich mit Nelot. Das Buch in deinen Besitz gebracht. Okay. Aber vorher werde ich in das Buch ja gesogen. Da kann ich mich ja nicht gegen wehren. Ich könnte jetzt zwar bestimmt sofort wiederlesen und wieder zu verschwinden, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch schnell den Dungeon entlang gehen, sofern ich mich bewegen kann. So, jetzt. Begonnen. Schwarzes Buch. Unerzählte Legenden. Lerne das verborgene Wissen des schwarzen Buches. Okay. Da oben sah aus wie ein Quell der Ausdauer, wo ich durchgelaufen bin. Was haben wir denn hier? Einen großen Seelenstein, einen gewöhnlichen Seelenstein und einen mächtigen Seelenstein. Und hier geht es dann auch schon zur Stufe 2, nehme ich an. Kapitel 2, Tatsache. Bisher feindlos. Sogar mit direkter Verbindung zum nächsten Buch. Sieht so leer aus. Da speicherst du da lieber mal das da. Da ist doch was faul. Ja, neben so einem Quell der Magie zu stehen, ist schon praktisch. So, 300 Gold fast, einen goldenen Saphirring und eine Halskette des Stärken. Knappen. So, rechts oder links? Beides offenbart ein Buch. Wenn ich mein Glück kenne, ist das 4? Nee, 3. Dann wird das 4 sein, aber ich gucke lieber nochmal. Vielleicht gibt es hier sogar 2 zur 3. Nee. Gibt es nicht. Aber dann wird 3, denke ich mal, relativ kurz sein oder nur irgendwie einen Schalter für den 4. freilegen. Oder sogar für später, für den letzten. Wer weiß, wie viel es überhaupt hier gibt. Hey, mein Freund, lange nicht gesehen. Kawaii. Eine Rolle des Schneesturms. Einen gewöhnlichen Seelenstein und ein Kokon mit weiteren Sinnlosbüchern und etwas Gold. Okay, das war's auch schon. War ja klein. Nur ein kleiner Kampf, eine Kiste und ein Boss. Ach, Boss. Fight. Na dann, Buch 4. Vor allem sehen die Bücher immer alle gleich aus. Hätten ruhig mal was anderes drauf malen können. Okay, weiter geht's. Bisher alles recht linear. Nur kaputte Bücher. Ich dachte schon für einen Moment, da wäre was. Was haben wir denn hier? Achso, das sind nur Fackelständer. Was? Nicht aufgedeckt, obwohl er gebrannt hatte? Okay, Mana. Huch.
Ein Gift wollte ich jetzt nicht nehmen. Vielmals um Entschuldigung. Ich muss zwar seltener husten mittlerweile, aber dafür ist, wenn ich huste, wesentlich schlimmer. Eine Rolle der Geister der Untoten. Ui, waren das drei sogar, ja. Noch eine Rolle und ein Zauberbuch Blitz. Und eine Rolle der Harmonie. So, der Raum sieht jetzt nicht so linear aus. Ich hätte wohl nichts sagen sollen. Ein verschlossener Kokon, wie darf ich mir das vorstellen? Gold, Zaubertrank der höchsten Aura und der starken Mana. Schießkunst verbessert. Goldband der Auszeichnung. Das solltet ihr also unbedingt lesen. Dann einen schwarzen Seelenstein und einen großen. Die einsame Wache, Rüstung verbessert. Solltet ihr also auch lesen. Oh, warum Schlösser knacken nicht? Schweinerei. Da drin ist bestimmt das nächste Buch. Was haben wir hier noch? Die Oblivion-Krise. Nein, Gold und ein Zaubertrank der Wasseratmung. Zumindest ist da ein Schalter drin. Aber hier haben wir noch mehr verschlossene Türen. Ist ja mal richtig groß hier, so viele Gänge. Noch ein verschlossener. Hier bisher nur unverschlossene Kokons gehabt und jetzt auf einmal schon der zweite. Ein makellosen Rubin, etwas Gold und ein starkes Gift der Lähmung. Und hier geht's noch nicht hoch. Das wird dann bestimmt der Schalter öffnen. Und hier ist gar nichts, okay. Aber bin ich damit jetzt nicht schon einmal rum? Ja. Bin ich. Habt ihr irgendwas gesehen? Bin ich bescheuert? Na. Hier komme ich her. Ja. Links ist frei, rechts ist frei. Da in der Mitte links und in der... Ah, hier ist ein Schalter. Irgendwo ist jetzt was offen. Im mittleren Gang noch nicht. Hä? Das so lange gedauert oder was? Bei dem Gang selbst ist es aufgegangen, okay. Da ist auch der nächste Schalter gleich. Und das öffnet die Tür links in der Mitte. Und mit dem Schalter müsste sich jetzt das Ding in der Mitte öffnen, weil mehr Türen gab es glaube ich nicht. Und noch ein verschlossener Kokon mit sogar einem Adeptenschloss. Da hat man Novizen gehabt vorher. Und einen Lehrling und jetzt sogar einen Adepten. So, Bücher, etwas Gold, einen großen Seelenstein und eine Adeptenrobe der Zerstörung. Genau, und jetzt ist in der Mitte was offen. Und jetzt kommt die Treppe raus.
Damit kommen wir in den nächsten Raum. Und haben noch einen großen Behältner. Mit einem sehr wertvollen Schwert. Beschwöre Daedra bis zu Stufe 20, werden zurück ins Reich der Vergessenen verbannt. Tragfähigkeit um 40 erhöht. Auch sehr wertvolle Schuhe. Ein paar Bücher wieder. 200 Gold, ein Granatstein. Ein Zaubertrank der Heilung. Und noch so ein Zwergenbuch. So, aber hier geht es dann auch erstmal wieder weiter in Kapitel 5. Ich hoffe mal, es gibt noch 5. Ich bin hier immer nicht gerne. Sieht doch alles so hässlich aus. Oh Gott, ist das groß. Ich speichere mal lieber. Wer weiß, was hier hinter der nächsten Wand hervorspringt. Puh, noch so ein Riesenraum. Genauso wie da. Was haben wir hier? Hey, da haben wir doch schon das Buch. Abgeschlossen, schwarzes Buch, unerzählte Legenden. Ominös. Aber vielleicht ist jetzt auch die Tür vorne offen. So, was haben wir hier? Schwarzmarkt. Beschwört einen Dremora-Händler, um mit ihm zu handeln. Du kannst immer nur eine Fähigkeit dieses Buch nutzen. Ah, das klingt schon mal cool. Geheimer Diener. Beschwört einen Dremora-Diener, der deine überzähligen Gegenstände trägt. Puh, ist auch geil. Beschwört einen spektralen Trommel, die für dich spielt und die Ausdauerregeneration für dich und Verbündete in deiner Nähe erhöht. Also einen Diener brauche ich nicht, da habe ich einen, dem ich was geben kann. Dann doch lieber gleich den Schwarzmarkt, weil dann habe ich ja gleich was zum Verkaufen. Dann brauche ich auch nicht irgendwas abgeben. So, Kräfte bestimmt. Schwarzmarkt, ist ja lustig. Lasst uns handeln. 2000 Gold, ist nicht wenig. Vor allem immer ein Händler bei mir. Ist das cool. Warum finde ich den erst jetzt, wo ich fertig bin mit dem Spiel? Also zumindest mit dem Addon und den Nebenquests hier ziemlich. Ah, fuck. Ich habe so ein Ost-Amulett verkauft. Da. So, das Buch, was ich mitgenommen habe, das habe ich bestimmt schon, wie ich mich kenne. Das Zauberbuch. Ja, 6 schwarze Bücher habe ich. Ah, sogar 2 Zauberbücher. Super, ich kann es kaum erwarten. Was wollte ich? Achso, die Bücher verkaufen. Hui, warum ging das aber immer so schnell? So, und hier ist bestimmt auch wieder was dabei, was ich nicht brauche. Aber hier mal was zu finden, das ist gar nicht so einfach. Achso, Gifte brauche ich ja nicht. Ah, das war's auch schon wieder. Okay. Trotzdem ist hier nicht offen. Was ist das denn? Ist vielleicht auch nur Farce, wer weiß. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier raus. Bücher. Unerzählte Legenden. Wobei man noch jedes andere Buch hätte nehmen können. Aber es soll ja seine Richtigkeit haben. So, und dann werde ich jetzt auch erstmal diese Hallen verlassen. Wo ich jetzt hier zuletzt war. Bengkon, wie auch immer es hieß. Was war das denn von euch? Als ob ein T-Rex hinter mir steht. Ich habe Angst.
Benkongerike. Okay, raus hier. Und dann ab zu Nelot, würde ich sagen. Oder mache ich erstmal einen Umweg noch über die Stadt? Könnte ich ja in meinem Anwesen schlafen. Und vielleicht kommt ja dann der Kurier noch, weil die Quest unten mit der Mine, die finde ich auch noch interessant. Außerdem war ja da noch ein Drachenwort, wie man wissen. Zumindest hat man es gehört, als ich da zuletzt war. Aber sehen konnte man noch nichts, da war viel zu viel Sand noch da. So, eine geheime Kette. Beziehungsweise eine Kette mit einem geheimen Gang. Mhm. Wo komme ich denn hier raus? Ein Zaubertrank der Ausdauer. Ach, ja, naja, schon wieder. $119 Gold. Achso, das war der Eingang. Aber weißt du was? Was ist doch... Na schön. Nervensäge kann alleine gehen.